Mein Name ist Michael Wiegner, ich bin Geschäftsführer der Sächsischen Walzengravur hier in Frankenberg. Wir stellen Druck- und Prägeformen her, so wie diese eine, die man hier sieht, die wir hier ausstellen in der Zeitwerkstatt. Uns gibt es seit 1890, gegründet wurden wir von August Dippmann, hier in der Mitte des Bildes zu sehen. Und wir stellen die ganze Zeit Druck- und Prägeformen her, sind also Urgestein hier in Frankenberg, deswegen sind wir auch froh, in der Zeitwerkstatt ausstellen zu dürfen. Unter anderem stellen wir aus so eine Prägemolette, wie sie damals per Hand hergestellt wurde. Und mit solchen Prägemoletten wurden allerlei Dinge geprägt. Zum Beispiel der Reisepass der DDR, aber auch das Kunstleder in der Sibirischen Eisenbahn oder aktuell Mercedes C-Klasse, Tesla, Innenausstattung wird auch mit solchen Prägeformen hergestellt.